Schönen guten Tag, liebe Meerbuscherinnen, liebe Meerbuscher. Eine neue Ausgabe des Bommerstages, heute am 28. September. Der nächste Monat neigt sich also auch schon wieder dem Ende zu. Und schon sind wir bald im vierten Quartal 2023. Und dieses vierte Quartal ist in der Kommunalpolitik immer schwerpunktmäßig den kommunalen Finanzen, dem Haushalt, der Haushaltsplanung für 2024 gewidmet. Wir haben ja im letzten Bommerstag vor 14 Tagen von den Budgetgesprächen berichtet, wo die einzelnen Fachbereiche ihre Budgetanforderungen für den neuen Haushalt präsentieren, der dann in einer intensiven Diskussion mit dem Verwaltungsvorstand besprochen worden ist, um zu einer vorläufigen Haushaltsaufstellung zu kommen, die dann letzten Endes verfeinert wird und Ende Oktober dem Rat vorgestellt wird. Der Haushalt wird eingebracht, so heißt es, damit die Fraktionen im Anschluss die Möglichkeit haben, diesen Vorschlag, diese Einbringung der Verwaltung zu diskutieren, gegebenenfalls eigene Anträge zu stellen, bevor dann der Plan ist, im Dezember den Haushalt zu verabschieden. Hierzu kommen wir aber schon heute Abend zu einer lockeren Runde mit den Ratsmitgliedern zusammen, um schon einmal vorab auf die Besonderheiten, auf die Herausforderungen dieses Haushalts aufmerksam zu machen. Der Kämmerer wird schon einmal die ersten Zahlen präsentieren. Hintergrund ist, dass man in einer lockeren Atmosphäre schon mal einstimmt auf die Handlungsfelder, die sich für den nächsten Haushalt 2024 für uns stellen werden. So haben die Politikerinnen und Politiker etwas mehr Grundlagen, um dann den eingebrachten Haushalt in knapp 4 Wochen noch mal besser zu verstehen und bewerten zu können. Darüber hinaus nutzen wir diese Gelegenheit, das machen wir jetzt schon im dritten Jahr, nutzen wir die Gelegenheit auch, um über die Zusammenarbeit zwischen Rat und Verwaltung zu sprechen, über die Wege der Kommunikation, die wir miteinander haben und versuchen eben hier auch immer weiter zu Verbesserungen zu kommen, dass wir da in einen noch besseren Ablauf, in einen noch besseren Rhythmus in der Zusammenarbeit zwischen Rat und Verwaltung kommen. Ja, das wird heute Abend stattfinden und begleitet wird dieser Termin von einem ganz besonderen Besuch. Aktuell halten sich in dieser Woche, Sie haben es möglicherweise gelesen, ja einige Schülerinnen und Schüler mit ihren Betreuenden von der Musikschule im ukrainischen Fastiv bei uns in der Stadt Meerbusch aus. Sie haben 30 Stunden Busfahrt auf sich genommen, um uns zu besuchen. Es hat eine schöne Auftaktveranstaltung, ein Auftaktkonzert in der Realschule gegeben. Morgen Abend am Freitag wird es ein großes Abschlusskonzert dem Matarey-Gymnasium geben. Und wir nutzen diese Gelegenheit auch, dass sich die ukrainische Botschafterin, Frau Schum, die in Düsseldorf ihr Büro hat, in das Goldene Buch der Stadt einträgt. Ja, und wie gesagt, die Kinder, die jetzt hier sind mit ihren Lehrerinnen und Lehrern, werden uns auch schon heute Abend besuchen, um ja, den Ratsmitgliedern Dank zu sagen für die bisherige Bereitschaft, diese sich anbahnende Städtepartnerschaft, die wir ja in der kommenden offiziellen Ratssitzung Ende Oktober beschließen wollen, Dank zu sagen dafür, dass die Stadt Meerbusch und eben für die Vertreter, für die Bürgerschaft in der Stadt sind dann eben die gewählten Vertreter im Rat, sich letzten Endes eingesetzt haben für diese Zusammenarbeit, das positiv begleitet haben. Dafür möchten sich diese jungen Menschen aus der Ukraine bedanken. Ja, wir sind auf einem Weg. Wir haben vor gut 1,5 Jahren mit dem Kontakt angefangen und haben zwischenzeitlich Partnerschaften mit unserer Musikschule begründet, die sich eben ausgedrückt haben durch Online-Konzerte um die Weihnachtszeit, aber auch zum Europatag am 8. Mai. Es gibt einen Kontakt zwischen einer dortigen weiterführenden Schule und unserem Matarey-Gymnasium. Und wir konnten auch schon über ein City-for-City-Städtenetzwerk uns darum kümmern, der Stadt Fastiv 2 Fahrzeuge zukommen zu lassen, die über diese Organisation City for City entsprechend dann dorthin gebracht worden sind. Es wurde Bedarf angemeldet. Auch Fastiv ist zwar in der Oblast Kiew, jetzt nicht im Frontgebiet, aber auch bedroht durch Drohnen- und Bombenangriffe, weswegen auch dort Unterstützung gebraucht wird. Ja, wir möchten diesen Kontakt, der sich entwickelt hat, nun mit einer Städtepartnerschaft festigen und werden dies dem Stadtrat Ende Oktober vorschlagen. Ja, passend zu diesem Thema läuft ja aktuell die interkulturelle Woche in unserer Stadt. Diese interkulturelle Woche ist nicht genau in einer Woche zusammengefasst. Am 3. Oktober wird es hierzu auch eine abschließende Veranstaltung geben. Die Eröffnung war aber vergangenen Montag auf dem Fuhr-Nord-Platz in Strümp. Interkulturelle Woche von meinen Mitarbeitenden in der Sozialverwaltung hauptsächlich mitorganisiert und koordiniert, richtet sich eben an alle, die Unterstützung leisten bei der Integration von Menschen, die zu uns kommen, die viele Kulturen miteinander
verbinden und letzten Endes diesen Menschen ja, die ersten Schritte in ein neues Leben hier bei uns erleichtern. Und so kann man eigentlich nicht genug Dank sagen für alle, die sich an der Stelle engagieren und somit eine schwierige Aufgabe übernehmen. Es war anschließend dann noch im Pappkarton am Montag eine Zusammenkunft, ein kleiner Sektempfang eben zum Start dieser interkulturellen Woche. Und auch insbesondere dem Pappkarton ist hier großer Dank zu sagen für die überwiegend ehrenamtliche Arbeit, die dort immer wieder geleistet wird. Es wurde auch deutlich von Menschen, die eben zu uns gekommen sind vor 2, 3 oder 5 Jahren, die ihre Dankbarkeit zum Ausdruck gebracht haben, hier so gut aufgenommen worden zu sein. Großes Dankeschön an alle, die daran beteiligt sind. Ja, wie gesagt, bis zum 3. Oktober gibt es noch die eine oder andere Veranstaltung in diesem Zusammenhang. Sie können es auf unserer Website meerbusch.de entsprechend nachlesen. Ja, so viel für heute. In der kommenden Woche gibt es eine Folge aus München. Warum aus München? Wir sind zusammen mit der Region Niederrhein, Rheinkreis Neuss und dann natürlich auch wir als Stadt Meerbusch auf der Expo Real in München, der großen Fachmesse für Immobilien und Investitionen. Immer ein Stelldichein der Immobilienbranche, der es ja aktuell sicherlich auch nicht so gut geht, und aber eben auch der Kommunen, die dort mit den entsprechenden Anbietern, möglichen Investoren in Gespräche kommen, um auch entsprechend für die Stadtentwicklung neue Impulse mitzunehmen. Wir haben einige Termine festgesetzt, die uns hoffentlich ja, interessante Impulse mitgeben. Und ich werde dort mit einer kleinen Delegation meiner Mitarbeitenden vor Ort sein und melde mich dann live vom Messestand. Bis dahin alles Gute, vielen Dank und machen Sie es gut. Tschüss.